Gestern im ersten Teil ging es um den Einfluss der Phase auf die Ortung und das Hören der Richtung der Schallquelle. Aber Laufzeit und Phase hängen unmittelbar zusammen. Und beides hat einen Einfluss auf Aktivweichen, auf Frequenzgang, also sogar auf den maximalen Pegel. Und ohne korrekte Einstellung des Delays brauchen wir mit dem Tuning von DSP gar nicht erst anfangen. Und während des Tunings müssen wir immer wieder die Phase im Auge behalten. Warum das so ist, will ich heute mal erklären. Mein Name ist Frank Niketta, CTO bei der Firma Gladen Mosconi für Elektronik und DSP-Produkte. Spielt mal einen Lautsprecher, dann spielen weder Phase noch Laufzeit eine Rolle. Ein Time Delay, eine Laufzeitkorrektur dieses einen Lautsprechers hätte den gleichen Effekt wie die Play-Taste etwas später zu drücken. Anders ist das bei zwei Lautsprechern. Die Schallwellen werden zeitgleich von den Lautsprechern wiedergegeben, treffen aber je nach Entfernung zum Ohr, zum Hörplatz unterschiedlich spät ein. Das kann dazu führen, dass sich die Summe der Signale auslöschen kann, wie in diesem Fall hier trifft die negative Halbwelle des einen Lautsprechers zeitgleich mit der positiven Halbwelle des anderen Lautsprechers ein. Und in der Summe, in der Addition, heben die sich nahezu auf. Mit der Laufzeitkorrektur verschieben wir einen Lautsprecher virtuell. Der Lautsprecher mit der kürzeren Distanz startet also vom Signal her etwas später, damit die Schallwellen zeitgleich am Hörplatz ankommen, am Ohr ankommen. Und so, wie in diesem Falle, treffen die beiden negativen Halbwellen aufeinander und am Hörplatz selber summieren sich beide Signale mit plus 6 dB aus den Einzelsignalen. Die Phase spielt hier keine Rolle. Phasenfehler sind auf beiden Seiten identisch durch Lautsprecher oder sonstige Einflüsse. Und solange die auf beiden Seiten identisch sind, spielt es auch keine Rolle für die Ortung. An dieser Stelle müssen wir aber schon aufpassen, selbst bei einem Breitbandlautsprecher links und rechts hat ein einseitiger Eingriff auf Equalizing schon Einfluss auf die Phase und damit auf die Ortbarkeit unserer Bühne. Bei Mehrwegsystemen, also Hochtöner, Tieftöner, Hochtöner, Tiefmitteltöner auf jeder Seite, gilt im Prinzip das Gleiche, solange ein Ton jeweils nur von einem Lautsprecher gespielt wird. Wird nur Hochton wiedergegeben, nur von dem Hochtöner, oder nur Tiefton von dem Tiefmitteltöner, gilt das Gleiche wie im Bild davor, als hätten wir nur einen Lautsprecher auf der Seite. Hier muss nur das Time Delay exakt justiert werden, diesmal von allen vier Lautsprechern. Mehr brauchen wir nicht beachten. Tricky ist es im Übergangsbereich zwischen den Lautsprechern, denn hier spielen mehrere Lautsprecher den gleichen Ton, und am Ohr soll die Addition stattfinden. Und das gelingt nur, wenn beide Lautsprecher zeitrichtig, also phasengleich spielen. Bei einer Phasenverschiebung kommt es zur Auslöschung der Addition der Summe. Oh, aber woher kommt die Phasenverschiebung? Ganz kurz angerissen, wir sprechen von einem Masse-Fehler-Pendel. Wir haben eine bewegte Masse, wir haben eine Bewegung und jede Änderung der Bewegung erfolgt verzögert. Sind einfach mal drei Beispiele und ein Beispiel, was jeder kennt. Beim Autofahren trete ich auf die Bremse, das Auto steht nicht sofort, sondern es verzögert und es dauert eine Zeit, bis es steht. Mehr will ich darauf gar nicht eingehen. Und jetzt gucken wir mal zu den Ursachen der Phasenverschiebung in der Akustik. Potenziell verdächtig ist zum Beispiel der Lautsprecher selber.
Jeder Lautsprecher hat nicht nur einen Frequenzgang, hier dargestellt. Jeder Lautsprecher hat auch einen Phasengang. Da wird die Phase, die Phasenverschiebung über die Frequenz angegeben. Und dann gibt es noch die Gruppenlaufzeit. Was das im Einzelnen ist, müssen wir gar nicht wissen. Was für uns hier bei der Betrachtung interessant ist, betrachten wir ein Standard-3-Wege-System mit der Trennfrequenz 250 Hz und 3000 Hz. Hier dargestellt ist ein 165er Tiefmitteltöner, Gladen Zero 165. Und ich sehe bei 3000 Hz, bei der oberen Trennfrequenz, ist die Phasenverschiebung nahe 0. Bei 250 Hz ist die Phasenverschiebung etwa 30 Grad. Betrachte ich die Gruppenlaufzeit bei 3000 Hz nahezu 0, bei 250 Hz 0,4 Millisekunden. So, jetzt betrachte ich den passenden Spielpartner dazu, einen 80 mm Mitteltöner. Dann habe ich bei 3000 Hz eine Phasenverschiebung ziemlich genau 0 und eine Gruppenlaufzeit bei eine Phasenverschiebung von 40 Grad bei 250 Hertz. Ähnliches gilt für die Gruppenlaufzeit 0 und 0,4 Millisekunden. Zusammengefasst im Drei-Wege-System habe ich bei meinen Trennfrequenzen bei 3000 Hertz sowohl Phasenlage als auch Gruppenlaufzeit alle drei Lautsprecher nahezu 0. Und bei der unteren Trennfrequenz 250 Hertz habe ich jeweils 0,4 Millisekunden und 30 bzw. 40 Grad Phasenwinkel. Bei Lautsprechern, die im sinnvollen Bereich eingesetzt werden, ist das also mehr oder weniger alles identisch und deswegen können wir Gruppenlaufzeit und Phasenlage der Lautsprecher bei dieser Betrachtung komplett ignorieren. Trotzdem sollten wir bei der Wahl der Trennfrequenzen für die Aktivweichen immer einen Blick ins Datenblatt der Lautsprecher werfen, denn anhand des Phasenwinkels und der Gruppenlaufzeit lässt sich auch erkennen, ob der Lautsprecher tatsächlich im sinnvollen Bereich spielt. So, anders sieht es aus bei Änderungen im Frequenzgang. Sprich, wenn wir Equalizer, Aktivweichen oder Ähnliches anpacken und den Frequenzgang des Lautsprechers aktiv verändern. Damit verursachen wir eine Änderung in der Bewegung und damit automatisch auch eine Phasenverschiebung. Hier dargestellt ist zum Beispiel der Phasengang typischer Hochpass- und Tiefpassfilter. Da sehe ich ein 12 dB Filter, Buzzerverse, verursacht mir schon eine Phasenverschiebung bei Trennfrequenz von 90 Grad. Hier benutze ich einen Equalizer nahe der Trennfrequenz 3000 Hertz und hier sehe ich auch Phasenverschiebungen durch den Equalizer verursacht. Das sind diese beiden Linien, diese und diese. Der Equalizer verursacht mir Phasenverschiebungen im Bereich plus minus 20, 25 Grad. Hier der Vollständigkeit halber noch ein Shell-Filter. Auch der verursacht mir nahe der Trennfrequenz Phasenverschiebungen 20 bis 25 Grad. Was in der Summe dann dafür sorgt, ein typisches Setup, Equalizing und Aktivweichen sind benutzt. Habe ich hier bei dem einen Lautsprecher habe ich minus 75, minus 80 Grad Phasenlage, bei dem anderen habe ich plus 60 Grad Phasenlage. Das sind also schon ganz mächtige Einflüsse auf Phase und damit indirekt auf die Laufzeit. Jeder Einsatz von Aktivweiche, Equalizer, Shellfilter, Notchfilter beeinflusst also die Phase und damit das Zusammenspiel der Lautsprecher. Das ist in allen Dimensionen hör- und messbar anhand der Ortung und anhand der Summierung der einzelnen Schallwellen am Hörplatz. Nur ein DSP mit Phasenkontrolle
liefert hier ein umfassendes Ergebnis. Das heißt, eine Frequenzgang-Korrektur über den kompletten Bereich, auch im Bereich der Trennfrequenzen, und eine perfekte Ortbarkeit unter allen Bedingungen. Wie einfach das mit dem Phase C, dem Mosconi-Phasencontroller, zu handeln ist, das behandeln wir im dritten Teil. Also bleibt dran, abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts verpasst.